Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder und Schwestern, Knochen wieder hier. Heute spiele ich Heat Reborn. Ich habe wohl mal gelesen, dass es Heat Project oder so hieß. Keine Ahnung warum. Das heißt, die haben dasselbe jetzt nochmal irgendwie rausgehauen, verbessert. Man sieht's. Und ja, ich suche mir mal einen Charakter aus. Hunky. Hunky, ich bin Hunky. Ich gucke jetzt hier nebenbei Sinol. Eine Diktatur. Diktaturen sind immer gut. Und Aristokratie. Super! Wo ist der Unterschied zwischen diesen Rebellen, wenn sie so ähnlich sind wie die Diktatur? Ist ja auch egal, ne? Also. Nehmen wir Sinor. Sinor Empire. So, nehmen wir das Ding. Die schwarze Uniform. Diese Charakter sieht schon sehr billig aus. Okay, jetzt gibt es wahrscheinlich auch gleich. Nö. Ich dachte, da kommt noch ein Video oder so. Modern First Person Shooter Keybindings. E benutzen. Ja, so lassen, also kenne ich das. Control for Crouch. Eigentlich kann ich sehen mit Crouch, aber ist egal. So. Right Mouse Button zum Anvisieren. Oder. Pimmel runtergefahren. Ey, wir haben einen Server mit einem Spieler online. Mann. Ich guck mal, ob hier was anderes. Uncle Watt. TV-Museum. Ach nee, ich muss die Räume selber erstellen. Aber wenn das das einzige. Hier ist nur ein Raum verfügbar mit einem Spieler. Das heißt, ich bin der zweite Spieler in diesem Spiel gerade. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Also, oh Gott. Das heißt hier Mano a Mano, ne? Und, okay, ich gehe davon aus, das Spiel ist so einfach, dass es hier einfach auch kein Tutorial oder so gibt. Braucht man wahrscheinlich dann auch nicht. Gut, ich weiß nicht, wie ich Granaten schmeiße oder so. Müsste ich mir also alles, hätte ich mir vorher alles mal angucken müssen. Ich gehe mal davon aus, dass ich auch Granaten habe, oder? Also, irgendwas muss ja verfügbar sein. Ja, guti, ach, guck mal, da unten steht ein Hinweis. Du kannst jetzt die Lobbymusik in den Spieleinstellungen auswählen. Wir haben sehr hart an der Lobbymusik gearbeitet. Naja, ich vielleicht hätte ein bisschen mehr Zeit auf Spieldesign irgendwie und so verwenden sollen. Aber naja, Hauptsache die Musik stimmt. Was ich nicht beurteilen kann, beziehungsweise würde ich jetzt sagen, die stimmt nicht, weil ich höre. Also das, was hier bisher lief, war irgendwie. Oh, geht's schon los? Irgend so eine billige Rockmusik mit Drumcomputer. Das Spiel geht los. Oh, du Scheiße, Alter. Das ist ja wie uralt Counter-Strike. Guck mal, ich habe schon $1 Million. Sehe ich gerade. Ich habe schon $1 Million, die ich hier ausgeben könnte. Und ich spiele gegen, ich weiß nicht, ob das chinesisch oder japanisch war. Ich glaube, chinesisch. Ach, wir haben wieder einen Ladebildschirm nach dem Ladebildschirm. Okay, es geht los. Aufwärmrunde. Alter, ey, guck dir diese Grafik an. Verarsch mich mal nicht. Verarsch mich nicht. Alter, guck dir diese Map an. Verarsch mich nicht. Ich habe hier versucht, jetzt mehrmals ran zu zoomen. Ja, also hier ist Fernrohr zu benutzen. Geht überhaupt nicht. Die rechte Maustaste ist tot. Auch Rennen gibt's nicht. Das heißt, was zum Fick ist das eigentlich hier? Jetzt mal ohne Flachs. Hier geht ja gar nichts. Ich kann nicht rennen. Der kann nicht rennen. Wenn ich die Taste, wo sonst rennen wäre, bei diesen Durchschnittsspielen, da laufe ich noch langsamer. Okay, ich muss wohl zu diesem Terminal darüber. Wozu gibt es diese Aufwärmrunde? Was macht man mit dieser Aufwärmrunde? Ach, jetzt geht's richtig los, ja. Team Scrambled. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier irgendwie verstreut. Okay, Und die Mission ist, diese Terminal zu holen. Da, alles klar, dann gehen wir mal rüber, da. Gehen im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich kann nicht rennen hier. Echt ohne Flachs. Okay, also das ist, hat ja gar keinen Nutzen. Die Taste F, wenn ich F drücke, macht nur irgendein Klickgeräusch und das war's dann schon. Okay, ich gehe mal rüber zum Terminal. Ich würde gern rennen, aber verdammte Axt, es geht nicht. Guck mal, auch dieses Gleißen. Heißt das Gleißen? Lensflare sagt man ja heute nur noch, ne? Aber dieses Gleißen auf dem Zielfang rum, das ist einfach so eine verkackte Bitmap. Einfach raufgeklatscht. Okay, ich nehme jetzt wohl diese Terminal ein.
Vielleicht kommt noch der andere Spieler. Gut möglich, dass er sich aber verläuft. Rennen kann er ja nicht. Respawning disabled, was ist das denn jetzt? Achso, okay, jetzt muss ich da verteidigen. Und könnte nicht wieder spawnen an dem Punkt hier, oder was? Joho. Boah, ist das spannend. Ey, vor allem, wir haben es jetzt 18 Uhr rum, ne? Hier ist kein Spieler. Der Typ und ich. Der Typ und ich. Das heißt, wann ist denn hier Primetime? Der Typ ist aus dem Spiel gegangen. Der Typ ist aus dem Spiel gegangen. Ich bin alleine hier. Ich bin alleine in diesem Spiel. Das heißt, wir haben hier ein Spiel, da bin ich jetzt komplett alleine und gewinne wahrscheinlich. Hoffen Sie dir auch keinen Abbruch hier, denn ich bin ja noch da. Gut, verleckt mich am Arsch. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay, die ersten 158 Punkte für mein Team geholt. Jawohl! Was, jetzt kommt das wieder in. Ja, ist wieder da. Okay, das heißt. Ach, das ist dasselbe Terminal. An derselben Stelle. Ja, ist das sehr aufwendig. Guck mal, ich muss mich einfach hinstellen und ich brauche auch nichts mehr zu befürchten, denn der Typ ist ja nicht mehr da. Ich frage mich gerade, kann ich das einfach gewinnen, wenn ich hier stehen bleibe? Einfach so vor mich hinschimmle. Alter. Warte mal, 1000 Punkte brauchten wir, ne? Irgendwie so war das. Wie kann ich denn sehen, ob hier noch andere Spieler. Ja, echt. Echt? Ja, ein Spieler! Und das bin ich. Ich hab's schon zweimal gecaptured. Kein Kill. War ja, was soll ich hier killen, außer mich selbst? Okay, ja, 1000 Punkte, wie gesagt. Ey, ist ja nicht mehr normal, Alter. Wozu ist dieses Spiel überhaupt online? Und so wie ich gesehen habe, war das erst online gegangen. Also nachdem sie das jetzt hier irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, wann Heat Project, also so wie es ursprünglich hieß, an den Start ging. Ne? Aber muss ja ewig her sein. Alter, jetzt gucke ich mir aber nicht. Also ich nehme jetzt nicht auf, wie ich hier das nochmal fünfmal einnehme. Also lächerlich. Alter, 18 Uhr und keine Sau hier, ja. Außer ich und der andere Typ, der jetzt auch wahrscheinlich schlafen gegangen ist oder so. Das gibt's doch nicht. Wirklich? Leute, ey, so ein Spiel braucht ihr doch nicht auf den Markt bringen. Hier, selbst wenn es gratis ist, aber ihr habt ja wahrscheinlich einen Shop hier oder irgend so einen Dreck. Ja. Und dafür sollen dann Leute Geld ausgeben. Sind die geknackt oder was? Ja. Ich meine, ich habe schon mitbekommen, dass da ein paar schlechte Bewertungen auf Steam sind. Aber ich habe sie noch nicht gelesen. Also abartig. Wahrscheinlich sind die meisten so nie ein Spieler da. Kann kein Match beitreten. Oder so. Ey, dann macht wenigstens KI-Matches, damit die Leute ein bisschen was zu tun haben, wenn sie hier schon spielen sollen. Ah. Gut, ich werde es jetzt noch ein paar Mal einnehmen und mal gucken, wie es aussieht, wenn ich gewinne und wie weit ich dann aufsteige. Ne? Und ja, mehr gibt es dann, glaube ich, nicht zu sagen. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Er ist schon dreimal gecaptured. Yeah, boy! So! Ich bin rausgeflogen, weil ich mich nicht bewegt habe für 30 Sekunden oder irgendwie so. Oder 20 Sekunden, ich weiß es nicht. Ich habe mich mal kurz nicht bewegt. Fick dieses Spiel. Echt. Geistig behindert, dieses Spiel. Schmeißt es weg, echt, entwickelt hier nicht weiter, macht wirklich Scheiß auf eure Spielmusik, die hier ja auch so gefördert. Vor allen Dingen der Typ war noch da, sehe ich gerade, aber er ist einfach nicht mehr reingegangen. Ne? Er hat wahrscheinlich keinen Bock gehabt. Da frage ich mich, auf was wartet der denn hier? Auf was wartet der denn? Ja. Also wirklich, ich bin ja komplett erschüttert. Vor allem ist das Spiel, in dem du nichts, da ist ja, aber ein Store haben hier, ne? Schönen Laden, wo du dir Sachen kaufen kannst. Aber das ist ja krass. Ich habe ja schon Scheißspiele gespielt, aber da gab es noch wenigstens KI, die blöd war. Aber man hat noch was zum Erschießen gehabt. Ja. Oder überhaupt irgendwas zum Tun. Hier ist gar nichts drin in diesem Spiel. Dieses Spiel ist einfach nur eine Oberfläche, die leer ist. So in der Art, ja. Grausig. Also, kann ich jedenfalls nicht empfehlen. Aber Heat Reborn, probiert's mal aus. Macht auf jeden Fall Spaß. Vielleicht findet ihr wirklich ein paar Kompagnons, die irgendwie noch mitspielen. Ja, damit es nicht ganz so langweilig wird. Und dann lauft ihr euch gegenseitig über den Haufen. Rennen gibt's ja nicht. Offensichtlich, ich weiß nicht. Nades. Anstatt Grenades, Nades. Ich mach hier, da, für mich reicht's. Also war mir zu aufregend jetzt hier. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Und lasst krachen, ne?